above the clouds. I wanna fly away, fly away, fly away. Above the highest mountains, wanna fly away, fly away, fly away. So, wir zeigen euch heute mal, wie die Lilo produziert wird. Wir sind hier in Karlovac in Kroatien und machen wir mal eine kleine Führung durch die Produktion. Und los geht's. My name is Martina. I'm working here in like administration. I'm making calculation for products, and this is it actually. You always get my orders. Sorry. You always get my orders from the Lidos? Me and Alexander. Yeah. Oh, cool. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. Hi, I'm Lydia. I'm working here in Krilo as an administrative worker, and I am doing mostly purchasing and helping with administration. Josepa. Josepa. Mm-hmm. Also this is Josepa. Sie spricht Deutsch, ja? Ja, spreche ich. Wow. Sie macht normalerweise die Checks der fertigen Schirme. Ja. Und die Endkontrolle. Und die Endkontrolle. Genau. Das ist ganz wichtig, weil das muss alles passen, gell? Genau. Ja. Und du machst eine sehr gute Arbeit, weil alle Lilos haben bisher super gepasst. Ja, genau. Wir geben uns ganz viel Mühe. Das ist alles. Jetzt zeige ich euch mal eine Kleinigkeit aus der Produktion, und zwar ist es der Lasercutter. Und zwar ist es dort, wo die Leistung deines Schirms gemacht wird. Die Lilo, wenn sie fertig zusammengenäht ist, eingeleint. Und zwar Leine für Leine. Jeder leint uns die Lilos ein und kontrolliert dann, dass alles passt. Wie viele Lilos macht sie pro Tag? How many Lilos you make for in one day? How many gliders? Yes. It doesn't have some like optional number. It's 2, 3. Or maybe it can be 7 or maybe just 1. Okay. It depends how many much you have to do. We have, yeah. He's the most important guy here, the production manager. And he's learning flying, or you already know? Yes, I already start to fly. Yeah. Yeah. You want to tell me something about you? So you're coming from? Coming from Ukraine. I'm working here since 7 years. I am sailmaker, but now I am studying and working in paraglider business also. Cool. You make a very good job. Very good job. Great. Thank you very much. Thank you. Okay. Hier werden die Tragegurte genäht. Da braucht man natürlich spezielle Maschinen dafür, die haben sie alle. So, hier werden die Schirme zusammengenäht, der Stoff mit den speziellen Maschinen. Das ist Gabi, right? Ja. Genau, yes. Eine von den vielen Näherinnen hier. Und ja, sie ist halt die Näherin. Danke. Hi. So, jetzt sind wir im Büro von Okan. Das ist der Big Boss hier. Und ja, magst du kurz was zu dir sagen? Ja, klar. Hallo, ich bin der Okan. Ich bin 48 Jahre alt und mache Gleitschirmproduktion seit 21 Jahren in verschiedenen Ländern. Und zuletzt natürlich seit 9 Jahren in Kroatien. Und wir arbeiten mit Michael sehr schön zusammen. Und ja, ich freue mich auf die zukünftigen Projekte auch.
und wünsche ich euch dann viel Spaß mit unseren allgemeinen gemeinsamen Produkten, genau, mit Michael, wir kreiert haben. Das heißt, du bist zufrieden mit uns? Sehr zufrieden. Ja, super, mir mit dir auch. Danke. Aus der Produktion, die als Team mit uns arbeitet und mit denen zusammenarbeiten kann. Und es freut uns jedes Mal, wenn wir nach Kroatien fahren und mit denen dann essen gehen und schauen, was man in der Produktion so alles machen kann. Vielleicht auch neue Dinge gemeinsam ausprobieren. Und das ist einfach ein super Verhältnis. Und das ist genauso wichtig wie das Verhältnis zu unseren Kunden.